habe ich euch gefunden. Hier, ein Brief für euch. Was? Oh, das ist sehr großzügig von euch. Sichere Straßen wünsche ich und möge sein Licht euch leiten. Dies ist heiliger in Fremdländer. Gehört nicht hierher.
Für den rechten Weg! Kaiser de Luna. Und ich bin darauf reingefallen. Ja! Hallo? Thank you.
reitet wohl. Einen Obolus? Der Herr wird es euch vergüten. Schreitet wohl. Messer? Du bist gekommen. Sehr schön. Und? Alles im rechten Lot? Ich habe viele Geschichten über diese Prüfung gehört und war mir nie sicher, was davon zu halten ist. Wie war's? Ich habe mich umentschieden. Komm, lass uns raufgehen. Es wird sich lohnen. Da wären wir. Warte kurz. So, Wein oder Pfeife? Gut. Tiamatraler Brandwein, Jahrgang 8190. Eine echte Antiquität also. Sieh es als Gratulationsgeschenk für die bestandene Prüfung. Es geht auch nichts über guten Tabak und eine schöne Aussicht. Immer wieder schade, wie wenige Menschen solche Dinge zu würdigen wissen. Also, erzähl mal, mein Freund, was treibt dich eigentlich an? Das frage ich mich nämlich schon die ganze Zeit über.
Ich meine, im Grunde zwingt dich doch nichts, dem Orden zu helfen. Und mit deinen Fähigkeiten hättest du als Söldner binnen weniger Monde ausgesorgt. Von der Gefahr, an die du dich begibst, ganz zu schweigen. Einen Preis für die ungefährlichste Arbeit Vince bekommt diese Mission, auf die Arantial dich schickt, sicherlich auch nicht. Sehr idealistisch. Ich will dich nicht belehren, aber pass auf, wohin dich diese Einstellung bringt. Du weißt, was sie dem alten Magister gebracht hat. Es ist jedenfalls interessant zu sehen, wie du dich vom Flüchtling zum Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Sache entwickelst. Erinnert mich sehr an eine Frau, mit der ich eine Weile lang zusammengereist bin. Lysia. Egal, wohin sie ging, am Ende stand sie immer im Mittelpunkt. 13 Jahre ist das nun her. Beim weisen Eremiten, die Zeit ist wirklich unbarmherzig. Wir hatten uns bei einem gemeinsamen Auftrag kennengelernt. Normalerweise funktioniere ich besser allein, aber diese Zusammenarbeit war wirklich erfrischend. In jeder Hinsicht. Weshalb wir auch nachher noch weiter zusammengearbeitet haben, was auch wunderbar funktioniert hat. Zumindest anfangs. Sie war einfach zu intensiv. Das ist das richtige Wort dafür. Sie wollte alles und das sofort. Die schönsten Juwelen, die schönsten Männer, die besten Aufträge. Hätte man ihr aufgetragen, der goldenen Königin die Krone zu stehlen, hätte sie es getan, alleine des Nervenkitzels wegen. Ich mag den Nervenkitzel und schöne Dinge, aber ich weiß, wann das Streben danach ungesund wird. Sie wusste das nicht. Es gab nur Extreme. Aber so etwas geht selten auf Dauer gesehen gut. Das waren, lass mich nachdenken, ungefähr 3 Jahre, ja. Wir waren auf Arazeal, Kyra und Arctwend. Und einmal kämpften wir sogar gegen eine Gruppe der Erstarrten auf Melee. Lysia kämpfte so inbrünstig, wie sie lebte. Ich weiß nicht, ob ich das ohne sie überlebt hätte. Wir reisten miteinander und wir teilten das Bett. Also, ja. Nach handelsüblicher Definition waren wir ein Paar. Sie begann mehr in unsere Zusammenarbeit, unsere Gespräche und den Sex hineinzuinterpretieren, als da war. Und in den Farben, in denen sie dachte, gab es kein Grau. Das war mir irgendwann einfach zu viel. Es ist eher ein Wunder, dass ich die Zeit unbeschadet überstanden habe. Liebe, so wie sie es definierte. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätten wir uns gleich nach der ersten Nacht vermehrt. Das ist ein langes Thema. Und keines, mit dem ich deine Sympathie gewinnen werde, wenn du den Überzeugungen der meisten folgst. Lass uns ein andermal darüber reden. Gegangen. Ja, so könnte man es sagen. Aber genug von mir. Was ist mit dir? Gab es in deinem Leben jemanden? Oder warst du schon immer der einsame Wolf? Aha, so denkst du also von mir. Können zwei gut aussehende Abenteurer denn kein nächtliches Gespräch auf einem alten Wachturm haben, ohne dass das gleich etwas impliziert? Aber Spaß beiseite, ich weiß, worauf das hinauslaufen soll. Und so attraktiv du auch bist, ich halte das für keine gute Idee. Naja, das ein oder andere Mal habe ich mich schon begeistern lassen. Auch wenn das eher selten war. Das ist es auch nicht wirklich. Ich weiß nicht. Vielleicht war die Sache mit Lysia für mich genug. Sex ist schön und gut, aber für alles darüber hinaus fehlt mir vielleicht einfach die Naivität, schätze ich. Liebe hier, Liebe da.
Die Menschen haben so verquere Erwartungen. Manchmal glaube ich, uns wäre allen geholfen, wenn wir endlich mal in Betracht ziehen würden, dass der Unterschied zwischen uns und den Affen gar nicht so groß ist. Du sagst, was du denkst, das muss ich dir lassen. Aber so anziehend du auch bist, es würde sich irgendwie ungut anfühlen. Ich weiß nicht. Jetzt komm, lass uns das Ganze nicht weiter verkomplizieren. Wir sind hier, wir können uns leiden. Das genügt doch erstmal, oder? Erzähl mir doch lieber, wie es bei dieser Prüfung lief. Du hast sie doch mit diesem traurigen Mädel abgelegt, oder? Aber so ist es eben. Irgendwann hat man seinen Teil getan. Junge, Junge, jetzt haben wir uns aber verquatscht. Hat mich jedenfalls gefreut. Endlich mal jemand, mit dem man sich anständig unterhalten kann. Wir sehen uns, mein Freund. Seid willkommen, ihr frohen Zecher, kommt heran und leert die Becher, 15 Mal soll es geschehen, und wir fangen an zu zählen, einmal nur der Freude wegen, zweimal für des Vaters Segen, dreimal für die armen Seelen, denen die Moneten fehlen. Entschuldige, ich